Hallo und herzlich willkommen bei Subi Performance. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir reden heute ein bisschen über Kolben, Beschichtung, Zylinderwände, was es da so für Unterschiede gibt und was man machen kann, um das wirklich gut zu machen. So, vorab, hier haben wir einen EJ25. Original war er ein Semi-Close-Deck. Wir haben daraus einen Close-Deck-Motor gebaut. Da werden hier diese offenen Kühlkanäle werden verschlossen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht normalerweise. Genau so. Und das ist eben nicht standfest genug, weil die Zylinderwände bei dem Motor einfach viel zu dünn ab Werk sind. Und mit der Close-Deck-Umbaugeschichte tun wir eben die Zylinderwände sehr gut stützen, so dass sie halt nicht dieses Schwingen anfangen und durchaus standfester sind. Denn wenn sie schwingen, dann reißen die und dann haben wir ein Problem. Gut, aber darum geht es hier heute nicht. Wie gehen wir vor? Jetzt haben wir hier so einen EJ25 bekommen, den tun wir umbauen und dann haben wir da eben das Problem, dass wir in der Regel auch den Zylinder einmal kurz honen möchten. In der Regel könnten wir den auch bohren aufs erste Übermaß, auf 99,75 und dann eben aufs passende Maß honen. Aber ich will am liebsten so viel Material von der Originalzylinderbuchse da stehen lassen, wie es eben nur möglich ist. Und wenn der Zylinder keine großartigen Schäden hat und nur leicht gehont werden muss, dann lasse ich den in der Regel so. Ich zeige euch mal gerade. Wo ist meine Messuhr? Das ist meine Messuhr für die Geschichte. So, hier jetzt sieht man schön, der Zylinder ist so circa 99,53,5 gehont. So, wie gesagt, der Zylinder hatte jetzt keine Schäden. Wir haben den nur noch mal leicht durchgehohnt, eben 300stel mehr. Und was machen wir jetzt? Es gibt keine Kolben, die sind 300stel größer wie original. Wir verwenden die original 99,50er Malekolben und verpassen dir eine mega elegante PTFE-Beschichtung. Ich zeige euch die gerade mal. Bevor die Beschichtung aufgebracht wird in verschiedenen Gängen, wird der Kolben ganz fein mit so einem Softblast-System gestrahlt, dass das eben auf der Oberfläche gut hält. Und was ich immer gern zeige ist, oder was ich letztens, es ist total, also diese PTFE-Beschichtung hat einen ganz niedrigen Reibungskoeffizienten. Also das ist, man fühlt das richtig. Ich habe hier jetzt mal zum Beispiel so einen Original-Malekolben. Hier ist so ein normaler Malekolben und beim Finger merkt man schon, dass da ein Unterschied ist. Und der Gleitpartner zu dieser Zylinderwand ist eben wirklich sehr, sehr gut. Ich habe damit sehr gut Erfahrung gemacht. Hier mal ein kleines Beispiel. Moment. Ich gebe jetzt einen kleinen Tropfen Öl auf den Kolben, aufs Kolbenhemd und wir schauen mal, wie schnell das runterläuft. Und ich finde, daran sieht man schon, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass die Oberfläche eben viel weniger Reibung hat im Vergleich zu Originalen. Auch wenn ich hier so mit dem Finger drüber gehe, das fühlt sich halt viel flutschiger an, wie hier. Die Beschichtung funktioniert auch gut. Hier habe ich einen bereits gelaufenen Kolben, der diese Beschichtung drauf hatte und der Motor hatte sogar auch einen Schaden am Ende, deswegen hier so diese Riefen, aber die Beschichtung, die ist vollkommen da und die hat ihren Job wirklich gut getan. So, nicht nur, dass diese Beschichtung einen mega guten Reibkoeffizienten zu der Zylinderwand hat, sondern auch, wir können diese Beschichtung in verschiedenen Dicken auftragen. Somit können wir eben den Zylinder nur so nötig wie viel bohren, honen, also eher gesagt honen, und dann
den originalen Kolben eben um 300stel mehr beschichtet. Also wenn ich jetzt den Kolben nehme und dem am Hemd messe, so circa 1 cm unterm Ende des Hemds, hat der Kolben 99,475 mm. Das ist schon mega cool. Dann haben wir hier einen 59,53er Zylinder und wir fahren ein schönes Kolbenspiel von 6 bis 7 Hundertstel. Sehr, sehr coole Sache. Und das unterscheidet auch einen guten vom schlechten Motor in meinen Augen. Wie viel Mühe sich da gegeben wird zum Thema Kolbenspiel, Ringstoßspiel, Lagerspiel. Bei diesen Motoren aber auch auf jeden Fall notwendig ist, ist, dass die Hauptlagergasse, die ja hier durch zwei Gehäusehälften gebildet wird, die verzieht sich mit der Zeit. Ich vermute, die verzieht sich, das liegt daran wegen den Stahlbuchsen, die da eingelassen sind, gegossen sind und die wollen woanders hin, das Aluminium will woanders hin, die haben eben eine unterschiedliche Ausdehnung, die sind ja mit so Verzahnungen sind die Buchsen da drin ineinander in dem Aluminiumgussteil vergossen und da entstehen solche Kräfte, dass sich eben die Buchse, also beziehungsweise die Hauptlagergasse verzieht. Die ist immer eine Banane, ne? Besonders im ersten sowie im letzten Lager. Und wenn wir das nicht korrigieren, dann haben wir hier einen schlechten Ölfluss und der schlechte Ölfluss behindert natürlich dann auch den Ölfluss zum Pleuellager. Und dann ist nach dem Neuaufbau wieder ganz schnell Schicht im Schacht. So, ja, das war's auch schon. Kurz, aber ich hoffe doch informativ. Das nächste Mal reden wir über irgendwas anderes. Schlagt mal vor, schreibt mal in die Kommentare, was wollt ihr hören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen. Tschüss!